Langsam nahm sie Fahrt auf. Dann rollte und ratterte sie immer schneller die Strecke entlang. Die Pfeifen klapperten und schepperten. Aber es erklang keine Musik. Ich muss kräftiger schieben. Ich muss sie vor der Schmelzhütte bewahren. Die Dampforgel ratterte vor Percy die Strecke entlang. Aber sie spielte noch immer keine Musik. Und dann passierte es. Percy war oben auf Gordons Berg. Er blieb stehen, aber die Dampforgel tat das nicht. Die Kupplung war gebrochen. Du dampfender Dampfkessel! Ja. Die Dampforgel klapperte und ratterte den Berg hinunter. Krachend und scheppernd flog sie schließlich aus der Kurve. Oh nein! Percy fühlte sich schrecklich. Jetzt wird die Dampforgel ganz bestimmt verschrottet. Percy seufzte. Dampf wirbelte aus seinen Kolben und fiepte aus seiner Pfeife. Diesel lachte. Das ist die einzige Musik, die ich heute gehört habe. Das ließ eine Idee in Percys Dampfkessel anfangen zu brodeln. Pfeifende Pfeife! Jetzt weiß ich, wie ich die Dampforgel zum Spielen bringe. Percys Lokführer verband Percy und die Dampforgel mit einem Schlauch. Dampf schoss in die Dampforgel. Die Dampforgel krächzte, knallte und ächzte. Aber dann begann sie, hustend und stotternd, tatsächlich zu spielen. Percy strahlte bis über beide Puffer. Dann traf der dicke Kontrolleur ein. Percy, wer oder was macht diese Musik? Das ist die Dampforgel, Sir. Uns wurde gesagt, wir sollen sie zur Schmelzhütte bringen. Aber ich habe sie wieder in Gang gesetzt. Gut gemacht, Percy. Ich bin wirklich sehr stolz auf dich. Du hast damit nämlich einen Teil von Sodors Geschichte vor dem Untergang bewahrt. Percy piepste vor Stolz. Bring sie in die Lokwerkstatt. Victor wird sie wieder auf Vordermann bringen. Ja, Sir. In der Lokwerkstatt wurde die Dampforgel lackiert und poliert. Die Messingpfeifen glänzten in der Sonne. Percy schnaufte voller Stolz. Alle wollten die Dampforgel spielen hören. Percy feuerte seine Feuerung an und ließ seinen Dampfkessel brodeln. Der Dampf schoss in die Dampforgel. Und dann erklang fröhliche Musik auf Sodor. Flynn blickte zum Feuer. Dann blickte er zu den Menschen. Oh je, hier sind noch mehr Menschen, die sehen werden, wie ich herumeiere. Und damit auch mehr Menschen, die mich einen großen roten Wackelpudding auf Rädern nennen werden. Ich kann's nicht, ich kann einfach nicht auf die Straße rollen. Flynn fühlte sich schrecklich. Ich bin nicht der feurige Flynn, ich bin der furchtsame Flynn. Der Schuppen des dicken Kontrolleurs brennt ab und es ist alles meine Schuld. Flynn sah zu den Menschen. Sie warteten auf seine Hilfe. Hurra, Flynn, lebe hoch! Sodors Feuerwehrheld ist eingetroffen. Hey, Flynn! Ja! Flynn schaute und lauschte. Und plötzlich wackelten seine Räder nicht mehr. Ich bin der feurige Flynn. Ich bin Sodors Feuerwehrlok. Ich will endlich wieder ein Held sein. Ist mir egal, wenn Sie mich einen großen roten Wackelpudding auf Rädern nennen. Ich bin bereit zur Rettung. Ich komme, Sir! Flynn raste auf die Straße. Seine Räder eierten. Aber das war Flynn egal. Er war der feurige Flynn. Ob auf Schienen oder auf der Straße. Macht Platz für Flynn! Ja! Das Wasser schoss in Richtung der Flammen. Die Flammen flackerten und erloschen dann zischend. Gut gemacht, Flynn. Danke, Sir. Aber jetzt muss ich mich beeilen. Ich habe noch zwei Rettungseinsätze. Zunächst rettete Flynn Bertie. Er pumpte frisches Wasser in dessen Kühler. Dadurch wurde der Motor wieder gekühlt. Charlie kam schnaufend zum Stehen. Er kicherte. Da ist mein Freund, der große rote Wackelpudding auf Rädern.
Diesmal störte Flynn Charlies Scherz nicht weiter. Ich wackle und eire, aber ich bin einsatzbereit zur Rettung. Bis dann, Bertie! Flynn lächelte und Bertie strahlte. Danke, Flynn. Wirklich toll gemacht. Danach fuhr Flynn zu Butch. Tja, da bin ich, Butch. Ganz wie gewohnt einsatzbereit zur Rettung. Butch staunte nicht schlecht. Danke, Flynn. Flynn sauste mit Butch im Schlepptau die Straße entlang. Schließlich erreichte er das Rettungszentrum von Sodor. Thomas war auch da. Hallo, Flynn. Du eierst ja überhaupt nicht herum. Flynn war überrascht. Du meinst, ich bin kein großer roter Wackelpudding auf Rädern? Thomas lächelte. Nein, du bist ein großer roter Held auf Rädern. Und da wackelten Flynns Räder doch noch einmal. Aber diesmal vor Freude. Aber die Sonne war längst untergegangen. Es war Abend geworden und es war sehr dunkel. Da fliegt einem doch die Feuerbüchse weg. Jetzt kann ich den Zylinder des dicken Kontrolleurs nicht mehr finden. Und dann passierte es. Thomas kam mit dem dicken Kontrolleur angedampft. Er sah verärgert aus. Emily, wieso bist du denn nur so geschmückt, als wärst du die Festlok? Und wo ist mein Zylinder? Emily fühlte sich schrecklich. Tut mir wirklich sehr leid, Sir. Ich dachte, ich wäre die hilfreichste Lok gewesen, aber ich habe vergessen, ihn zu suchen. Ich verdiene es überhaupt nicht, die Festlok zu sein. Thomas, da du ausgesprochen hilfreich warst, indem du die Festtörtchen abgeholt hast, darfst du heute den Geschenkezug ziehen. Danke, Sir. Emily, du musst zurück in die Lokwerkstatt fahren und die Lichterketten wieder entfernen lassen. Ja, Sir. In der Lokwerkstatt wurden die Lichterketten und die große Schleife von Emily entfernt. Und dann wurde Thomas damit geschmückt. Thomas zog stolz dampfend den Geschenkezug. Seine Lichter funkelten und glitzerten und strahlten. Sie erhellten die Bäume, Hecken und Felder an der Strecke. Aber Emily bemerkte davon nichts. Sie dachte an den Zylinder des dicken Kontrolleurs. Thomas und Emily hielten an einem Bahnübergang. Emily fiel auf, dass es derselbe war, an dem sie sich vorhin begegnet waren. Genau hier haben die Kinder doch einen Schneemann gebaut. Oh, Thomas, sieh nur! Dort, neben den Schienen, stand tatsächlich der Schneemann. Er hatte eine Mohrrübe als Nase, trug einen Schal um den Hals und auf seinem Kopf saß der Zylinder des dicken Kontrolleurs. Endlich habe ich den Zylinder gefunden! Das Fest war ein voller Erfolg. Die Kinder lachten und spielten. Sie amüsierten sich prächtig. Aber der dicke Kontrolleur war unzufrieden. Genau in diesem Moment kamen Thomas und Emily angedampft. Die Kinder jauchzten und jubelten, als sie den Geschenkezug sahen. Bitte, Sir, wir haben auch ein Geschenk für Sie. Für mich? Mein Zylinder! Da bist du ja endlich wieder, alter Freund! Der dicke Kontrolleur strahlte über beide Ohren. Dankeschön, Emily. Du bist in der Tat eine wirklich hilfreiche Lok. Emilys Dampfkessel dampfte fast über vor Stolz. Bald hatten sich alle Schafe bei James versammelt. Katie hörte auf zu bellen. Ein Hoch auf mich! James war so zufrieden mit sich, dass er einen ganz besonders langen und lauten Pfiff ausstieß. Die Schafe erschraken. Sie rannten und stürmten zurück auf die Wiese und liefen mitten durch den tiefsten Matsch hindurch. Da fliegt einem doch die Feuerbüchse weg. Das ist eine Katastrophe. Ich habe versprochen, dass die Schafe sauber bleiben und jetzt sind sie schmutzig. Ich habe versprochen, sie zum Bauernmarkt zu bringen und jetzt laufen sie weg. Ich wollte unbedingt, dass mein Foto ganz groß auf die Titelseite der Tageszeitung von Sodor kommt. Und jetzt will niemand mehr ein Foto von mir haben. James seufzte. Dann hörte er ein Rattern auf dem Nebengleis. Es waren Thomas und Percy. Hallo, James. Wir fahren zum Bauernmarkt.
Bauer McCall wartet dort schon auf dich. Er freut sich darauf, seine Schafe bei der Ausstellung zu sehen. Und damit dampften Thomas und Percy davon. Bauer McCall wartet darauf, dass ich ihm Katie und seine Schafe bringe. Ich darf ihn wirklich nicht enttäuschen. Es ist egal, ob wir schmutzig sind. Wir müssen einfach da sein. Katie bellte. Sie sah, wie die Schafe zurück Richtung Bauernhof trotteten. Los, treib deine Schafe zusammen, Katie. Ich sause jetzt die matschige Strecke entlang und dann treffen wir uns beim Bauernhof. Also ließ James' Lokführer Katie laufen. Und James raste wie der Wind über die matschigen Schienen. Bald war James nicht mehr James die leuchtend rote Lok, sondern James die dreckige Matschlok. Aber das war James egal. James erreichte Bauer McCalls Hof. Katie und die Schafe warteten auf ihn. Sie waren schlammverkrustet. Aber das war James egal. Alles einsteigen zum Bauernmarkt! Und jetzt rase ich so schnell wie der Wind auf der schnellen, ebenen und nassen Strecke. Endlich erreichte James die Festwiese. Er war von den Rädern bis zum Führerhaus schlammverkrustet. James, wie um Himmels Willen siehst du denn aus? Aber ja, ganz hervorragend. Eine hart arbeitende Lok mit Schafen und Schäferhund, die direkt von einer matschigen Wiese kommen. Das ist doch genau das Motiv, das ich für die Titelseite brauche. James strahlte über beide Puffer. Und so wurde ein sehr schmutziger James fotografiert. Zusammen mit Katie, dem schmutzigen Schäferhund, Bauer McCall, dem dicken Kontrolleur und vielen schmutzigen Schafen. James war noch nie so froh gewesen, die schmutzigste Lok auf Sodor zu sein. Mie fühlte sich schrecklich und überhaupt nicht toll. Tut mir wirklich leid, Percy. Percy ließ Dampf ab. Ich hoffe, ich kann meine Postwaggons noch pünktlich abholen. Mie verschrak. Percy verspätete sich nie mit seinen Postwaggons. Mie fand, dass Percy eine tolle Lok war, denn er machte seine Arbeit immer gut. Miefs Heizkessel brodelte. Mief wusste, was er zu tun hatte. Na klar! Wenn ich meine Arbeit gut mache, kann ich problemlos auch eine tolle Lok sein. Genauso wie Percy. Mief wurde an die Müllwaggons angekuppelt und dampfte zufrieden davon. Danke, Mief! Mief klackerte und klapperte die Strecke entlang. Zuerst muss ich die Kohlewaggons abliefern und die Zaumpfähle. Und dann werde ich ganz schnell losdampfen und die restlichen Müllwaggons einsammeln. Mief war froh über seinen Entschluss. Er pfiff fröhlich zur Begrüßung, als er durch den Bahnhof von Knapford fuhr. Zunächst lieferte Mief die Zaumpfähle bei Bauer McCall ab. Danke, Mief. Bauer McCall war sehr froh. Jetzt konnte er seine Zäune reparieren und damit verhindern, dass sich seine Schafe und Kühe auf die Schienen verirrten. Dann lieferte Mief die Kohlewaggons ab. Jetzt gab es genügend Kohle für alle Loks, die beim Kohletrichter halten mussten. Zum Schluss sammelte Mief die restlichen Müllwaggons ein. Er war schnell. Er war stark. Und er war sehr laut. Im Bahnhof von Wellsworth sah Mief Spencer. Spencer schnüffelte hochmütig. Wie ich sehe, bist du immer noch der miefige Mief. Die stinkende Mülllok. Du wirst nie eine so tolle Lok sein wie ich. Mief lächelte. Tut mir leid, Spencer. Ich muss mich beeilen. Diese Waggons sind schwer und ich muss sie noch zur Mülldeponie ziehen. In diesem Moment fuhr Gordon mit dem Schnellzug ein. Der Bürgermeister und der dicke Kontrolleur waren an Bord. Gut gemacht, Mief. Die Strecken waren jetzt alle frei. Du bist wieder mal eine wirklich nützliche Lok gewesen. Und auch eine tolle, Mief. Oh,
Danke sehr, Sir. Und Mief, der Tolle, strahlte über beide Puffer.